Folge 11, Lego Harry Potter. Uah. Ich bin gerade... Igitt! Was soll denn der Scheiß? Auf damit, kann ich das töten? Ich muss ein bisschen näher... Igitt. Ich bin gerade ernsthaft ein bisschen erschrocken. Ich töte sie. Sehr schön. Es hat mich übrigens sehr gefreut, der Kommentar unter einer der letzten Folgen ich weiß leider nicht mehr wer, tut mir leid. Jedenfalls, der Kommentar war super. Bei mir werden Spinnen auch auf gewaltsame Weise entfernt. Das finde ich sehr gut. So muss mit diesen Drecksviechern umgegangen werden. Erst neulich habe ich wieder eine mit der Waage der Gerechtigkeit erschlagen, beziehungsweise halt mit der normalen Küchenwaage, mit unserer Waage im Badezimmer. Da kam halt so ein Drecksviech, das wirklich geschätzte 14 Meter lang war, kam hinter der Waschmaschine hervor und wurde dann... Achso, ich muss da... Ah, schade, das können wir gar nicht holen, das Ding da oben. Wurde dann fachgemäß verkleinert, nennen wir es mal. Ui, Harry Pullover haben wir freigeschaltet. Top. Achso, das muss ich halten. Ganz ehrlich, Spinnen, das ist... Für was gibt's denn die Viecher? Da habe ich lieber 15 Millionen Fliegen im Zimmer. Wobei die mich auch gerne mal aggressiv machen. War das Madame Hooch? Ja, es ist Madame Hooch. Haha, geil. Das ist ein Charakter, den ich total liebe. Völlig unauffällig. Ah, das war der Level schon, okay, cool. Ach stimmt, in der Winkelgasse waren wir auch schon. Nee, Gilderoy Lockhart finde ich einen super coolen Charakter. Ich finde den so toll. Vor allem, ich finde in den Büchern ist er sogar, ist er noch ein bisschen witziger als... Scheiße, das haben wir nicht geschafft. Ist er noch ein bisschen witziger als im Film. Zumal er in den Büchern auch nochmal im fünften Teil vorkommt. Im Film ja nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber, naja. Oh, gibt's ein Level, wo wir den fliegen dürfen? Oh, bitte, das wäre cool. Yay, wir dürfen nicht fliegen, aber immerhin. Schöner Blick auf Hogwarts. So, wir sind zurück in Hogwarts. Das ist toll. Da oben sehe ich einen Charakter. Aber da brauchen wir vermutlich dunkle Magie hier. Das dauert ja ewig. Wann kriegen wir den ersten dunkle Magier? Es gibt ja nicht so viele. Wobei, vielleicht können wir Quirrell freischalten. Das weiß ich natürlich noch nicht so. Hier können wir einen Trank brauen. Die Frage ist, wo wir die Zutaten dafür herbekommen. Geschickt. Hier scheinbar nicht. Was bringt das jetzt? Ah! Guck mal. Loop. Brauchen wir nur noch eine Skeletthand? Da sind Skelettteile drin. Kann ich bitte... Ah. Oh. So, jetzt haben wir noch das hier.
Was mit der Kiste? Warum kann ich da nichts machen mit? So, fehlt uns nur noch so eine Blüte oder was das ist. Wow. Geh mal aus dem Weg, Junge. Hey, kannst du... Oh. Geh. Der läuft mir aber auch provokativ die ganze Zeit im Weg rum. Ich will den gar nicht angreifen. Ach, guck mal. Das war ein Zahn von der Blume, was wir brauchen. Nein, tu den Umhang runter. Man greift hier zu oft versehentlich Leute an. So, da haben wir einen Stärkungstrank. So, dann können wir da hinten das Teil runterziehen. Und dann geht's weiter, nehme ich mal an. Okay, ich dachte eigentlich, es geht denn hier weiter. Jetzt haben wir das Schlossportal aufgemacht. Oder war das hier? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah ja, das ist hier. Verstehe. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Wie können wir dem armen Wicht helfen? Ah, so. Das ist ja sehr... Das gilt jetzt als Schüler gerettet, indem ich ihn von 5 Metern Höhe runterfallen lassen habe. Sehr gut. Ach, wie geil. Guck mal, uns läuft Colin Creevy hinterher mit der Kamera. Das ist ja cool. So, erstmal verhexen. So, wo ist denn Niklas eigentlich? Hier müssen wir lang. Was ist das? Nix. Ich glaube, wir sind Kräuterkunde. Wir müssen Kräuterkunde, Alter. Zu Kräuterkunde. Das lief ja das letzte Mal schon gut. So, Aaron umtopfen steht auf dem Programm. Ja, lass mich auf. Ja. Was genau sollen wir mit denen machen? Das war übrigens auch eine tolle Nebenbeschäftigung in Harry Potter und der Orden des Phönix, also dem offiziellen Spiel zum Film sozusagen. Was macht er denn da? Da gab's, da konnte man Unterrichte besuchen, verschiedene, also Verwandlungen, Zauberkunst und eben auch Kräuterkunde. Und da war Kräuterkunde eins der schwersten, fand ich. Da musste man auch Alraunen umtopfen. Klingt simpel, aber war schwerer als gedacht. Ach, da können wir uns wahrscheinlich Kopfschütze rausholen. So. Warum auch immer der dafür ganz rein muss. Wunderhübsch, Harry, komm her. So. Ich ärgere mal Malfoy. Hallo. Ach cool, damit kann man Sachen kaputt machen. Neville, hihihihi. Entschuldigung. Gibt's irgendwas, das wir so kaputt machen müssen? Die Dinger wahrscheinlich, ne? Ah. An so einem Teil sind wir auch gerade vorbeigelaufen. Habe ich ja gerade noch gefragt, für was das gut ist. Jetzt wissen wir es. Doch, also Harry Potter und der Orden des Phönix war ein super, super tolles Spiel. Wie gesagt, wer hier auf dem Kanal Harry Potter und der Halbblutprinz gesehen hat, der weiß ja, dass ich da weniger begeistert von war. Aber der Vorgänger, ein spektakulär gutes Spiel. Zaubertränke gab es natürlich auch noch, richtig. Gut, das gab es auch im 6. Ne, halt, doch gab es auch, das gab es im 6. zwar auch, aber im 6. war, das war... Wobei, das war noch eins der halbwegs annehmbaren Sachen. So, Umgang mit Alraunen haben wir freigeschaltet. Es ist tatsächlich ein extra Skill. Müssen wir dazu denn... Ja, oder brauchen wir doch immer Kopfschützer dafür, oder? Wie soll ich denn da hochkommen? Hm. Ist das jetzt? Warte mal, wie mache ich dieses Rad nochmal auf? So nicht. Ah, so. Okay.
Hallo, ich hatte doch das Licht an. Ah, die muss man abschießen. Ah, das ist, ah, und das füttere ich der, verstehe. Was hat das jetzt gebracht? Hier, Autoreifen, auch gut. Und jetzt noch die Giftflasche, sehr nett. Pflanzenmord. Grausam. Und das alles für Geld. So, wo müssen wir denn hin? Hallo. Da ist ein Pfeil. Das stimmt nicht. Optimistisch. Guck, hier kommen wir damit Alraunen ran. Aber die Frage ist, ob die hier irgendwo rumsitzen, mal die Alraunen, oder wo wir die herkriegen. Ah, ich höre eine. Muss Harry machen. Ja, wir brauchen Kopfschützer. Die Frage ist, wo wir die jetzt herkriegen. Ups, nein, ich wollte nicht Ron angreifen. Wenigstens wehrt er sich nicht. Nein, Mensch. Nein, Alter, ich greife dauernd Leute an, obwohl ich es nicht will. Man, guck mal, der zielt halt immer auf die Falschen. Da drauf. So. Ach, guck mal, hier ist was zum Zusammenbauen drin. Jetzt ist schon wieder so eine komische Kiste. Vor allem, was mir aufgefallen ist, die können wir sammeln. Müsst ihr gucken, wenn ich jetzt hier ins Menü gehe, ganz links unten, 0 von 20 so Kisten. Aber was soll ich mit denen machen? Das frage ich mich halt. Muss ich hier irgendwo abliefern? Ach, guck mal, da hinten leuchtet was. Nein, geht er weg. Ah, Mann. Dieses Geräusch nervt zum Glück überhaupt nicht. Muss ich das hier hin? Warum ist das Plätzchen hier so erhellt? Ah, das ist ein Paket. Okay, verstehe. Geisterstats einsammeln, frage ich. Ach, okay, das sind sowas wie rote Steine. Ah, verstehe. Habe ich das auch kapiert? Achso, da kommen wir her. Wir müssen irgendwo Ohrenschützer finden, nicht wahr? Oh, super, dass ich jetzt hier einen Dschungel gepflanzt habe. Das kommen wir nicht mehr durch. Nein, ich habe es mit der Tastenbelegung immer noch nicht. Oh. Welches kaputt hüpfen? Ja, sehr gut. So. Jetzt hängt der Typ schon wieder da oben. Wie unfähig kann man denn sein? Hui. Sieht von hinten aus wie Snape da drüben. So, und die hier kann ich vermutlich, ja, manuell sprengen. Ist das jetzt alles nur für Geld, oder? Nein, ich habe schon wieder Leute angegriffen. Da gibt es einen Apfel. Keine Ahnung, was damit soll. Und eine Kirsche. Kann ich da ranlegen? Nee. Ich brauche irgendwoher Kopfschützer. Ich habe aber keine Ahnung woher. Und was haben wir mit dem Apfel und mit den Kirschen? Nein. Oh Mann. Ach Gott, bin ich ein Trottel.
Da ist doch extra ein Schrank dafür. So, passend rosa. Sehr gut. Komm her. Eingetopft wird. Ah, jetzt hätte ich das an den Dinger da hinten noch machen können. Naja, egal. Ja, ich habe sie daneben geworfen. So. Danke, 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 danke. Danke, ja, danke, danke. Ja, ich denke, mit so einem Erfolgserlebnis kann man eine Folge wunderbar abschließen. Was gibt es Schöneres als Applaus? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich zumindest. Dann gibt es vielleicht noch mehr Applaus oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.